Servus Leute und herzlich willkommen zurück zu Dying Light 2. Ja, wir haben uns den neuen Strom, naja, das Verteiler oder halt Stromberg gesichert. Jetzt möchte ich eigentlich noch gern schlafen. Weiß nur noch nicht, wie ich dahin soll. Oder wo ich da reinkomme. Da wäre ich schon hier runter. Jo. So. Jawohl. Dann schlafen wir mal die Nacht durch. So. Schau ich noch schnell, ob ich hier einen Händler hab. Upgrades. Du solltest wirklich hier kaufen. Knallstock. Kraft. Giftwiderstand. Pfeile. Na. Reicht nicht, ich brauche mehr Marken. Ich habe keine Probleme. Dieses Wetter bringt mich um. Du redest genau wie mein. Ja. Verkaufen, 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 verkaufen. Verkaufen, verkaufen. So. Dann haben wir noch Wertsachen 520. Kaufen, 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 kaufen. Nein! Oh nee. Das war jetzt mein Fehler. So, das ist ein Bonus. Bonus und negativ. Okay. Weil ich das erste. Okay, zweiten. So. Heat, Inventar. Das.
dann mach das. Gut. Die Sonne nicht so grell geschienen. Wenigstens gibt's keinen Schnee. Naja, was will man machen? Okay, dann gehe ich mal. Ja, ich gehe mal nach oben. Da startet sich's besser. Nein! Das hat gereicht. Scheiße. Hab gedacht, das reicht noch. Verdammt. Aiden? Jack Matt hier. Danke für die Hilfe. Keine Ursache. Ich hab gehört, dass der Ort, nach dem Sie suchen, zerstört wurde. Sorry. Danke. Aber sorry ist kein besonderer Trost. Ich weiß, mein Sohn, aber ich könnte Ihnen vielleicht helfen. Ich melde mich wieder bei Ihnen. Ja, schauen wir mal. Hey. Reparieren. Yeah, Nightrunner Versteck. Okay. Es ist dunkel. Hilfe, ich sehe nichts mehr. Okay. Okay, jetzt schauen wir mal. Lawan, du hattest recht. Nur noch Ruinen. Lawan? Major Matt, hier ist Aiden. Aiden, gut Sie zu hören, mein Sohn. Sie sagten, dass Sie mir vielleicht helfen könnten. Ich wüsste gerne wie. Nicht über Funk. Kommen Sie zum Schiff, zum Hauptquartier. Ich werde selbst bald dort sein. Okay. Ja. Was? Oh, jetzt. Jetzt sind wir wieder in der Stadt. Ja. Oh, was war? Lass uns bloß von hier verschwinden, Greg. Hey! Komm nicht näher! Was ist passiert? Habt ihr mich gerade gerettet? Im Henker ist hier passiert. Ja. Vor allem hier auch. So. Ah. Fähigkeitspunkt Parcours machen wir gerade. Ah.
Das will ich halt schon. Oh klar, dann müssen wir mal. Okay. Gut, Hemmstoff müssen wir auch noch gut finden. So. Ich kenne dich nicht. Wo kommst du her? Was machen Sie? Halt! Biomarker! Hier. Meld dich bei Meyer im Kommando. Der Commander ist auf dem Weg zurück. Hallo? Ist Matt oft bei Einsätzen dabei? Früher. Da war er selten auf dem Schiff. Immer im Feld. Immer am Helfen. Deshalb bin ich zu den Peacekeepern. Aber in letzter Zeit hat Matt sich merkwürdig verhalten. Bin nicht sicher, was da los ist. Es ging schon vor Old Velador und dem Angriff der Abtrünnigen los. Und jetzt dieser Scheißdreck mit dem Rückzug. Ich kapier's nicht. Was auch immer hier los ist. Ich hoffe, dass er bald mal eine Ansage macht und uns hilft, diesen beschissenen Rückzug zu verstehen. Wahrscheinlich hat er seine Gründe. Welche auch immer das sind. Unschuldige Menschen werden sterben. Geh zu Meyer. Okay. Danke. Du kannst gehen. Okay, willkommen an Bord. Hey, wo ist die Zentrale? Dort! Na schön, Männer. Wir kümmern uns um die UV-Lampen und kehren zur Basis zurück. Sollte alles rund laufen, schnell und einfach. Los, los, los! Die haben schon zwei unserer Lager angegriffen. Wir tun alles, um euch zu bewaffnen. Wenn nötig, intervenieren wir. Wenn ihr eingreifen könnt, warum haut ihr dann ab? Das ist Schwachsinn. War dein Vater nicht ein berühmter Kriegsheld? Ich wette, er dreht sich gerade im Grab. Pass auf, was du sagst, Zivi. Die Situation ist überall hart, das weißt du. Du könntest... Bitte warten, jetzt. Ah, du. Ich kenne dich doch aus der Kantine. Ja, ist wohl so. Du weißt, der Kampf in der Kantine? Ja. Kann sein. Keine Sorge. Du kannst echt deinen Mann stehen. Das respektiere ich. Aiden, stimmt's? Der Commander will, dass du zu unserer Gruppe gebrieft wirst. Missy heißt dich willkommen. Was wollten diese Überlebenden? Meinst du unseren kleinen Streit? Sie wollen, was alle wollen. Sicherheit. Was ich verstehe. Aber wir müssen das große Ganze im Auge behalten. Und es nervt mich echt, wenn Leute meinen Vater erwähnen. Es geht mich ja nichts an, aber was ist denn mit deinem Vater? Ach, schon wieder. Da du neu hier bist, erzähle ich dir die Kurzfassung. Klassische Geschichte. Rettete ein paar Soldaten, einige Zivilisten und bekam eine Medaille. Wann war das? Ist lange her. Damals, als die Leute nur gegeneinander kämpften und nicht auch gleichzeitig gegen Infizierte. Bist du wegen ihm zum Militär gegangen? Im Grunde ja. Er muss stolz gewesen sein. Klar. Warum auch nicht? Wer ist Missy? Das ist der Name des Schiffs, auf dem du hier stehst. Es spielte während der Revolution eine entscheidende Rolle. Die Missy sollte Medikamente, Masken und andere wichtige medizinische Ausrüstung ausliefern und dann heimkehren. Aber da gab es schon keine Heimat mehr. Sie und die Besatzung konnten nirgendwo mehr hin.
Und jetzt? Jetzt dient sie als PK-Hauptquartier und Kommandozentrale. Alle Befehle und Anordnungen kommen von hier. Mhm. Schlau, einfacher zu verteidigen als ein Gebäude. Ganz genau. Wo ist Matt? Im Feld. Er ist in Old Villador auf eine Spur gestoßen. Du musst warten. Siehst du die Tafel da? Es gibt Unmengen zu tun und mir fehlen Leute. Willst du uns unter die Arme greifen? Wir zahlen gut. Sanitäter, schnell! Scheiße, das ist Major Matt. Sanitäter, irgendwas ist schnell! Passiert. Mach Platz! Zur Seite! Er verblutet! Scheiße. Peter sieht gar nicht gut aus. Retten Sie ihn! Bringt ihn zur Krankenstation und ruft die Sanitäter! Wir müssen ihn retten! Halten Sie durch, Aether. Wir lassen Sie nicht hängen. Hören Sie? Auf geht's. Okay. Hoffe lieber, dass Aether überlebt. Wir haben zu viele Leute in Old Villador verloren. Jack wird alles unternehmen, um herauszufinden, wer das war. Dass der Strom wieder läuft, mit dem Verlauf des Krieges... Okay, Aether verfolgen. Ich hörte, die PK-Ingenieure arbeiten an Alarmanlagen und elektrischen Fallen. Was? Darüber. Darf ich bitte durch? Danke. Einfach frech mitten reinstehen. Ich bin nochmal so frei. Darf ich bitte... Nein, Steven. Kein dreckiger Kräutersammler entscheidet über das Schicksal meines Mannes. War dein Medizinabschluss dafür, um magische Heilmittel bei Quacksalbern zu suchen? Hör zu. Wir haben keine Medizin. Kräuter sind unsere einzige Chance. Mein Mann hat jahrelang für dich gekämpft. Du musst Medizin für ihn beschaffen. Nicht irgendwelche Kräuter, die ihn vergiften könnten. Kommt, gehen wir, Kinder. Wie geht's ihm? Aether ist stark, aber er braucht Medizin. Und die haben wir leider nicht. Wir haben alles getan, was wir konnten mit unseren Mitteln. Nach dem Chemieangriff wurden einige Pflanzen zu Heilpflanzen. Sie funktionieren wie Antibiotika. Aber dennoch, die Leute hier halten nicht besonders viel von Heilern. Aber man kann es ihnen nicht verübeln. Ja. Die Volksheiler geben zuverlässigen Rat, aber er lässt sich nur schwer richtig befolgen. Wenn man etwas vergisst, das falsche Kraut sammelt oder die falsche Dosierung verwendet, da verabreicht man Gift anstelle von Medizin. Ist schon oft genug passiert. Denn wenn jemand einen der Schritte des Rezepts vermasselt, könnte ihn das töten. Genau. Aber es reicht, den Anweisungen der Heilerin genau zuzuhören und sie zu befolgen. Die Kräuterkundige, die ich kenne, ist talentiert. Sie ist Aethers einzige Hoffnung. Was hat seine Frau dann für ein Problem? Aberglaube stirbt nur langsam aus. Margaret hat überall vielen Leuten geholfen. Manche wollen es nur einfach nicht zugeben. Mhm. Ich denke, ich kann helfen. Du würdest uns einen großen Gefallen tun. Was in Old Villador passierte, ist schrecklich. Wir haben so viele Leute verloren. Soweit ich weiß, ist Aether unser einziger Zeuge. Wenn er also stirbt, finden wir nicht heraus, was dort passiert ist. Ganz genau. Wo kann ich diese Heilerin finden? Auf Colwood Island. Keine Sorge, du kannst Margaret vertrauen. Okay. Schauen wir mal. Entschuldigung, ich muss mal durch. Bleib seilig. Entschuldigung. Oh ja. So. Ich bin in der Gegend, wenn du mich brauchst, mein Freund. Wenn ist eh wie das gleiche. Siebentausend. Komm. C4. Mission. Das reicht auch noch.
Reicht, reicht, reicht. Gut. Müssen es ja nicht einsetzen. So, was haben wir? 400. Yep. Oh. Na, sehe schon. Gut. Das ist ein Notfall. Ist da jemand? Wer ist da? Da ist ein Mann, der dringend einen Heiler braucht. Psst, sie schläft. Wann wacht sie auf? Das ist ein Notfall. Es ist immer ein Notfall. Wie damals, als diese junge Frau einen Trank brauchte, um die Geburt einzuleiten. Und dieser Kerl, der eine Salbe gegen seinen Leistenbruch brauchte und... Was war denn da noch? Bitte weg sie. Ein Menschenleben ist in Gefahr. Das hoffe ich auch. Wenn ich nämlich herausfinde, dass er nur einen Kater hat, ich werde sie wecken. Du musst aber trotzdem warten. Dich habe ich hier noch nie gesehen. Wer hat dir gesagt, wie du uns finden kannst? Die Peacekeeper. Dann bist du zur falschen Heilerin gekommen. Raus hier! Hat euer Haufen ihr nicht schon genug angetan? Und jetzt diese Abtrünnigen. Seit Jahren gibt es einen Waffenstillstand. Sie haben uns in Ruhe gelassen. Und nun sind sie plötzlich verrückt geworden. Wo wart ihr, als sie diese Insel übernommen haben? Zum ersten Mal haben wir euch wirklich gebraucht. Und was war? Ihr seid nicht aufgetaucht. Sie sind weg. Ich habe mich gerade darum gekümmert. Das glaube ich dir nicht. Du lügst. Nur damit du kriegst, was du willst. Wie nee. Alle Peacekeeper. Haben wir Besuch, Gerard? Ich bin gleich da. Es ist ein Peacekeeper. Ich bin kein Peacekeeper. Ich versuche nur, einem zu helfen. Das ist für mich dasselbe. Lass ihn rein, Gerard. Ich bin nur ein Bote. Ein Arzt schickt mich. Er ist Steven. Ärzte hassen Volksheiler heutzutage wie die Pest. Es würde seinem Ruf schaden, wenn er Volksmedizin einsetzen würde. Das hat es bereits. Er hat mich gegen den Wunsch der Familie des Verletzten hergeschickt. Gerard. Ja? Du hast gesagt, da sei ein Mann gewesen, der uns vor den Abtrünnigen gerettet hätte. Ist das der Mann? Sag, wie heißt du, Junge? Aiden. Also, du bist tatsächlich derjenige, der uns gerettet hat. Wir stehen tief in deiner Schuld. Und wer ist derjenige, der im Sterben liegt? Sein Name ist Aether, ein hochrangiger Offizier. Margaret, tu's nicht. Wenn irgendwas schief geht, macht man dich wieder verantwortlich. Aber wenn alles gut geht, ist das vielleicht eine Chance, um mehr Menschen helfen zu können. Wieder dafür verantwortlich? Was meinst du damit? Der letzte Peacekeeper, der mich um Hilfe bat,
gab mir die Schuld für seine eigene Unfähigkeit. Hat seinen verletzten Soldaten das falsche Kraut gegeben, entgegen meinen klaren Anweisungen. Sind dann einige gestorben. Und dann soll ich schuld gewesen sein. Ich lebe nur noch, weil Jack Matt sich dazu herabließ, Gnade walten zu lassen und beschloss, dass es ein tragischer Unfall war. Er hat mir mein Leben gelassen, nahm mir aber das Augenlicht. Heißt das, dass du mir helfen wirst? Ich habe nicht die nötigen Kräuter hier, aber ich kann dir sagen, wo du sie findest. Du brauchst eine Blume, die wir Einsiedler nennen. Sie gedeiht in Erde, die von Giftabfall durchtränkt ist. Du wirst sie nur nachts sicher pflücken können, wenn ihre Blütenblätter leuchten. Aber es reicht nicht, sie einfach alle nur so zu pflücken. Nur die kleinen Blütenblätter haben eine heilende Wirkung. Hüte dich jedoch vor den großen. Sie enthalten ein tödliches Gift. Kannst du dir das merken? Kleine Blütenblätter heilen, die großen vergiften. Das kann ich mir merken. Ich schwöre dir, das werden wir bereuen. Lawan, ich brauche deine Hilfe. Na klar. Was geht's? Ich suche nach einem Kraut. Es wird der Einsiedler genannt. Ah, ja. Hab davon gehört. Ich glaube, diese komischen Blumen wachsen am Kanal, nördlich von der Old Saints Bridge. Dort würde ich mal nachsehen. Gute Idee. Und ich würde bis zum Einbruch der Dunkelheit warten. Uff, danke. Ciao. Okay. Jetzt gehen wir mal da hin, ne? Hoppa. Hoppa. Okay. Jo. Ja. Okay. Ja, jetzt natürlich Übernachtungsmöglichkeit, geil. Vor allem, dass 9 Uhr morgens ist. Kommt näher, ihr Wissensdurstigen. Die heutige Vorstellung ist das Monster aus der Kathedrale. Ihr wollt wissen, woher es ist, was es ist. Aber ihr dürstet danach zu erfahren, welches Wissen es für die Menschheit bereitet. Ich dachte, das wäre was mit Marionetten. Verdammt. Das war zu heilig. Okay. Und Abschwung. Okay. Ja. So. Muss er hier hochkommen? Ey, die sind ja auch gut. Verdammt. Bin gespannt. Okay, das ging einfach als gedacht. So. Wieder einschalten. Okay. An dieser Stelle war es schon wieder mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wer neu ist, abonnieren, aktiviert die Glocke. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Servus.